Servus Leute, ich bin's wieder, euer Actus. Bevor wir gleich mit dem Video anfangen, noch eine kurze Anmerkung meinerseits. Erstmal ein riesengroßes Dankeschön an euch. Unser YouTube-Kanal ist zwar noch jung, aber mit euch wächst er mittlerweile fast täglich weiter. Und das hätten wir von Explorer Germany niemals für möglich gehalten, dass da so ein gutes Feedback von euch kommt. Abgesehen davon habt ihr ja mittlerweile sehr, sehr viele Vorstellungen von uns gesehen, gerade auch von mir, was die Schiffe angeht. Und vielleicht hat ja der ein oder andere Lust, uns auch mal persönlich zu sprechen und sein Feedback wiederzugeben. Das könnt ihr gerne tun. Schaut bei uns auf dem Discord vorbei. Der ist öffentlich zugänglich. Die Adresse seht ihr rechts unten im Bild. Nun aber genug von mir. Ihr wollt was von der Reclaimer sehen. Und als ich das erstmal von diesem Schiff gehört habe, habe ich mir das hier darunter vorgestellt. Oder auch das. Bad feeling about this. The wall! Don't just stand there, try and brace it with something! Wie ihr gleich merken werdet, ist das alles gar nicht so weit hergeholt. Die Reclaimer hier von Aegis Dynamics ist mehr oder weniger der Messi unter den Raumschiffen. Wie üblich blende ich euch hier jetzt nochmal die technischen Daten dazu ein. Ihr seht auch gleich noch in den Holoviewer. Das könnt ihr euch alles auf der RSI-Page angucken. Den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Dort könnt ihr euch über alles weitere informieren, was drumherum dieses Schiff ist, Länge, Breite, Höhe, Gewicht und so weiter und so weiter. Mich interessiert das alles nicht. Mich interessiert erstmal, was kann dieses Schiff? Und das, was es kann, ist eine ganze Menge. Mit diesem Industrieschiff seid ihr quasi die Ludolfs im Star Citizen-Universum. Die Reclaimer ist quasi ein Schrottsammler mit einem Hochofen hinten drin im Kofferraum. Abgesehen davon bringt sie einen verdammt großen Cargo-Bereich mit sich. Die Zahlen sprechen ja für sich, das seht ihr selbst in den technischen Daten. Damit übertrifft sie sogar die Merchantman oder auch die Hull C und ist somit auch die perfekte Ergänzung für die Orion. Ihr könnt also das, was eure Kollegen mit der Orion abbauen, direkt einschmelzen, einlagern, weiterverarbeiten und von A nach B fliegen. Bei Fliegen habe ich auch gleich das passende Stichwort. Ich habe es heute mal wieder mit der Überleitung. Ihr sollt auch wirklich dahin kommen, wo ihr hinkommen wollt. Und dazu gibt euch Aegis Dynamics den passenden Jump Drive mit dem Schiff dazu. Was ihr noch mit dazu bekommen sollt. Oh, geil. Jetzt habe ich aber einen Lauf. Denn das, was ich euch eben erklärt habe, ist nur der kleinste Aufgabenbereich von der Reclaimer. Denn dieses Schiff wird ideal zum Recyceln und zum Plündern von Schiffwracks sein. Dazu habt ihr eine mächtige Toolbox immer mit dabei. Dies beinhaltet Startpods für unbemannte Drohnen. Und wer Star Wars kennt, wollte sowas schon immer mal haben, ihr werdet an diesem Schiff einen Traktorstrahl dran haben. Dazu kommt noch eine dicke Außenbeleuchtung, eigene Dockingstation und zu guter Letzt sogar ein eigenes kleines Bergungsschiff wird an Bord sein. Theoretisch bringt also die Reclaimer auch einen großen Exploration-Part mit sich, bei dem sogar die Carrack einstecken kann. Aber dazu will ich euch später noch was erzählen. Jetzt präsentiere ich euch erstmal das, worauf ihr wahrscheinlich gewartet habt. Das Schönste an diesem ganzen Schiff ist der Multitool-Arm. Der Name dazu sagt ja letztendlich schon alles. Allerdings möchte ich euch noch eins zeigen. Falls ihr es noch nicht in den Star Citizen Videos gesehen habt, habe ich jetzt noch hier für euch den kleinen Ausschnitt aus dem letzten Around the World mit reingepackt. Shape. The Reclaimer has made a lot of progress since our last update. On the exterior, we've completed work on the hull and the team was excited to see the huge claw come together. So viel zum Thema Multitool-Arm. Jetzt schaue ich mal kurz auf meine Liste, was habe ich da stehen? Schutz, Abwehrkanonen, Raketen. Ach ja, genau. Also, mit der Reclaimer werdet ihr euch definitiv auch alleine durch die meisten Systeme bewegen können. Das ist nämlich sagenhaft, was sie mitbringt. Ihr könnt aus mehreren Waffen der Größe Size 5 wählen. Abgesehen davon wird sie auch das nötige Maß an Raketenbatterien mitbringen, um euch selbst zu schützen. Also Daumen hoch dafür, da hat Aegis Dynamics wirklich gute Arbeit geleistet. Für was es auch noch einen Daumen hoch gibt, und da muss ich nochmal zurückrudern zu dem Bereich Exploration, das war vielleicht ein bisschen weit gefasst, denn die Reclaimer hat ihren eigenen kleinen Bereich, der sich nennt Search and Recovery. Search and Recovery beinhaltet das Bergen von Schiffwracks. Genauer gesagt ist es eigentlich eher ein Plündern und Recyceln von diesen Schiffwracks, denn ihr habt euren eigenen kleinen bemannten Cutter an Bord. Das ist ein Bergungsschiff, mit dem begebt ihr euch zu diesen Schiffwracks, plündert sie vollkommen aus und den Rest erledigt die Reclaimer. Sie verarbeitet dieses Schiffwrack weiter und recycelt es komplett. Ich finde diese fliegende Schrottpresse einfach nur genial. Und ich beglückwünsche all diejenigen, die dieses Schiff in ihrem Hangar haben. Denn vielleicht war es dem einen oder anderen gar nicht bewusst, dass er
eine eigene Goldschmiede besitzt. Das war es jetzt hier weitestgehend auch von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Schreibt unten in die Kommentare, zu welchen Schiffen ich noch solche Videos machen soll. Ansonsten gebt mir das Feedback zu diesem Video. Das ist mir das Wichtigste. Denn für euch mache ich das hier alles. Zu guter Letzt, da Bilder mehr sagen als 1000 Worte, habe ich euch das Video aus Around the Verse hier reingeschnitten. Führt euch das jetzt noch zu Gemüte, da könnt ihr euch die Reclaimer in vollem Ausmaß anschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer, und denkt immer daran. Explorer Germany wants you. Euer Arctus. A phoenix born from the ashes, I take care of my own.